Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening auf dem Kanal der Unlucky Nerds. Ich bin euer Schmuser und ich präsentiere euch ein weiteres Pack-Opening bei FIFA 14. Es ist das Pack-Opening Nummer 4 und es gibt ein neues Team of the Week und diesmal ist Neymar in Form drin. Und der Abend ist heute nicht hier, nein, und wenn ich diesen ziehen würde, ich glaube, er würde mir in die Fresse hauen wahrscheinlich oder mich anbetteln, dass er ihn auch mal haben darf. Also Abend, wenn ich ihn ziehe, du wirst ihn mal ausgeliehen bekommen. Wenn ich zwei ziehe, dann kommst du von mir einen ab. Und wenn ich drei ziehe, dann kriegt auch ihr Abonnenten einen ab. Okay, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei 0,00000 irgendwas Prozent. Aber ja, Pack-Opening-Zeit. Die Mannschaft, die ihr gerade eben gesehen habt, das ist schon ein kleiner Spoiler auf eine baldige Serie auf diesem Kanal. Leute, die meinen alten Kanal kennen, wissen vielleicht, was ihr da erwartet. Aber es ist Pack-Opening-Zeit und da bin ich natürlich nie alleine da. Wir sind aber diesmal nicht ganz so viele Mann wie sonst, aber wir haben ja auch unter der Woche 12:30 in der Nacht, ja, oder morgens früh, wie man es sehen will. Und dort haben wir dann zwei Daniels, und zwar einmal, den Zodos und einmal den Daniel aus dem Pro-Club. Grüßt euch. Ja, hallöchen. Moin. Ja, und ganz so wenige sind wir dann doch nicht, weil einen Quotentürken haben wir auch noch dabei. Grüß dich, Geko. Hallo. Alles fit bei euch zusammen, ja? Klar. Los. Ja, klar. Ja, ich wollte gerade eben schon wieder FIFA-Points kaufen, aber die habe ich ja schon gekauft. Wir wollen uns natürlich Sets ansehen. Und Daniel, du bist ja ein neuer FIFA-Raner und ein neuer UTler. Ja, so sieht's aus. Seit letzte Woche Samstag habe ich mich auch mal den FIFA-Fieber angeschlossen. Schweres Wort. Und Ultimate Team scheint auch eine Sache zu werden, die mich etwas fesselt. Ja, ist ein Suchtpotenzial dahinter. Also muss ich sagen, nur gib kein Geld für Points aus, also... Sei nicht so bescheuert wie ich. Nein? Kann ich dir nur sagen, es lohnt sich nicht. Das ist nur Geldverschwenderei. Okay, guck dir an, du siehst hier so komische Nigger, wie Elisu oder wie auch immer er heißt. Ach Gott. Heißt er nicht Elisee? Und guck mal, und Frauen, Alter, die sind ja noch hässlicher als ich. Das kann doch nicht sein. Und Kerle, die noch hässlicher sind als ich. Guck mal, aber das ist ein Nerd. Aber der passt zu uns. Komm, das ist ein Nerd immerhin. Es ist auf jeden Fall ein Nerd, ja. Der ist... Passt der MN etwas und RV ist auch in der neuen Staffel von Big Bang Theory dabei, so wie der aussieht. Ja. Ja, du hast dann vorher eher Pro Evolution gezockt, ne? Ja, genau. Also für mich ist Ultimate Team eine ganz neue Erfahrung. Für mich gab es immer nur werde zur Legende und kleines Internetspiel. Aber Ultimate Team ist natürlich eine Sache, die einen etwas länger fesselt und auch so ein bisschen das Sammelfieber in mir weckt. Okay. Und was findest du jetzt so persönlich besser vom Gameplay her? Klose! Miro! Ein Barcelona-Spieler. Zumindest gibt es das Gerücht. Aber das ist Klose Werk. Geko, kannst du mal gucken? Oder warte. Daniel? Jo, ich guck grad nach. Aber Klose, das freue ich mich. Also ich persönlich freue ich mich jetzt einfach so. Ich mag Klose, ja. Darauf gibt es erstmal ein frisches Schluck. Tausend Münzen ungefähr. Krombacher. 1000 Münzen. 1000 Münzen nur? Jo. Das enttäuscht mich ja schon ein wenig, ne? Obwohl ja heute das Gerücht rausgekommen ist, dass Klose eventuell bei Barcelona im Gespräch ist. Wo habe ich auch gelesen. Wäre natürlich eine geile Sache, so als 35-Jähriger nochmal nach Barcelona und sag ich mal, dort auf der Bank seine Karriere beenden. Fände ich cool. Wollte ich ja sagen, er wird ja wohl mehr auf der Bank sitzen als sonst wo. Ja, aber falls mal so ein Messi verletzt ist oder so halt, ne, vorne im Sturm. Also Klose kannst du immer bringen. Also ich muss sagen, Klose ist so ein genialer Stürmer, also... Oder dieser Rafael, dieser Brasilianer ist auch 1 bis 1,5 wert. Okay. Der Rechtsverteidiger. 89 Tempo. Na gut, auch Kopfbälle kann er nicht. Klose hat alles bei Bremen gelernt. Klose hat alles bei Bremen gelernt. Das ist fast richtig. Nee, er hat eigentlich alles bei Kaiserslautern gelernt. Aber da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Er ist ja, ein lauterer Junge, kein Bremer Junge. Das kann man so nicht sagen. Aber wir haben uns ja nicht nur über Klose unterhalten, sondern über Messi. Von daher ziehen wir den mal ganz kurz. Damit wir den auch thematisieren können. Oder nicht? Oder nicht? Wer ist es? Wer wird es? Martinez! Naja, gut. Sieht jetzt nicht so wertvoll aus. Vielleicht 1-2k. Guck mal. Martinez 1,1 steht hier und wer ist das? 81er, ne? Jo, auch 1000 Münzen wieder ungefähr.
Ja, auch wieder 1000. Und der andere 800. Alter, guck mal, jetzt habe ich die hässliche Fotze schon wieder gezogen. Was ist denn da los? Das soll dir was sagen. Nicht. Das soll dir was sagen. Das ist mal noch die geile rothaarige, weil es sind nicht nur die hässlichen Fotzen hier, das ist doch. Ich bin zwar ein paar Tage älter geworden, aber so viel älter da auch nicht. Also komm. Ach, guck mal, das gelbe Zeltschutzkurs sieht gar nicht schlecht aus. Na gut, aber können wir auch alles in den Verein stecken? Und ihr die letzten Tage ein paar Packs geöffnet oder so? Ja, nur Bronze-Packs. Ich bin ja noch Anfänger. Nur Bronze-Packs, ich bin Anfänger. Und ein Bronze-Star gezogen? Nee, aber ich habe mir zumindest schon mal die halbe Schalke-Mannschaft zusammengekauft. Okay, ja, jetzt spielst du ja leider auf dem PC, dann könntest du ja wenigstens Schmusers Forum gegen die Bundesliga gegen mich antreten. Richards! Ja, okay, Richards, Premier League, müsste doch wieder ein bisschen was wert sein, oder? Ihr guckt ja mit Sicherheit nach, ihr seid ja so nett. 5,8. 5,8, na gut. Ja. Ich hätte mir jetzt eher so 10. Oh! Oh mein Gott, ist das hässlich! Wer mag diese Farbe? Mal ehrlich, wer mag bitte das Toulouse-Trikot? Guckt euch das an, das ist doch, wer mag das denn? Das ist aber auch das dritte Trikot, ne? Wann ziehen sie es schon mal an? Ich find's hässlich. Aber wahrscheinlich ist es genau wegen dieser Farbe auch was wert, also das mal abgesehen. Wird ja sicher auch einige Weibchen. Das kostet ungefähr 5000. 5000, okay. Ja, und Heiko, bester Mann, da freut sich zumindest der Abend, oder? Wahrscheinlich. Wenn er mal wieder auftaucht. Wenn er mal wieder auftaucht, die Vermisstenliste. Der Arm steht auf der Vermisstenliste. Und Ultimate Team schon mal ein bisschen gezockt, Daniel, jetzt? Oder du bist jetzt nur das Team aufgebaut? Ja, ein bisschen offline gespielt. Ich musste ja noch ein bisschen Spielerfahrung sammeln, weil sich ja doch etwas anders spielt als Pro Evo. Okay. Und deswegen immer nur so ein bisschen offline gespielt. Aber das läuft bis jetzt eigentlich ganz gut. Zwei brasilianische Söhne. Oh mein Gott. Erzähl weiter, Daniel. Ich hab da nur so ein paar Probleme mit Verträge und so und ne? Ja, die anderen so. Probleme, die kennt jeder, das ist. Oder der Innenverteidiger. Ja. Der Innenverteidiger könnte was wert sein, der 82 Tempo, warte mal. Oh, in München. Echt 400, ne? Jo. 82 warte. Tempo. Ja, belgische Liga. Vor allem auch einen guten Kopfball wert war, so müsste ja eigentlich, hätte ich gedacht, okay. Na gut, alles dem Verein hinzufügen. Kostet ja nix. Und hoffen wir auf das nächste Päckchen hier. Ja, nee, mal Inform. Das wäre natürlich eine geile Sache, so, ne? Erst weg, 1,4 Millionen oder was? Oh, ich würde weinen wahrscheinlich. Bender vom BVB, der Lars. Ja. Guckt euch mal den Thomas an. Man soll ja nicht lachen, aber sorry. So wie der aussieht, hat er auch eine schlechte Kindheit gehabt. ZM zu ZOM. Das darf leider auch nichts wert sein. Umgekehrt eher. Andersrum. Umgekehrt wäre ja, gut. Ja. Umgekehrt wäre gut. Na gut. Naja, kann ja nur besser werden hier, ne? BVB-Schweine. BVB-Spieler möchte ich natürlich nicht in meinem Team. Äußere mich da als Schalke-Fan jetzt auch nicht. Aber wer hat eigentlich Dortmund letzte Wochenende gespielt? Ah, ich weiß es nicht. Es gibt nur eine Borussia. Koke! Kokain? Ja. Nee, Koke. Und zwei Marcelo Spieler. Ruhe. Zwei Spieler nur, das ist so geil, ne? Das ist mal ein geiles Pack, oder? Ah ne, guck mal. Oh, ein Gladbacher. Den hab ich gerade eben erst gekauft. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Oh, das war. Der war, glaub, letzte Woche in Form, dieser Koke. Koke war letzte Woche in Form. Das ist ja toll. Letzte oder vorletzte, weiß ich gar nicht. Der hat aber eine Inform. Das ist ja super, weil er ist 3,7 oder sowas wert. 3K, über 3K bestimmt. Naja, immerhin. Eine Kopfballkarte kann man immer gebrauchen. Kopfball sind ja eh so schwach in diesem Spiel. Was ist denn das, was euch momentan am meisten aufregt bei FIFA 14, wenn ich mal fragen darf? Eckbälle. Kopfbälle. Eckbälle, Kopfbälle. Ja, erzählt halt zum Kopfball. Unsere Finesse-Schüsse. Und dich, Daniel, also zum ja, all die Sachen, die anderen alles gemacht haben, die bei mir nicht funktionieren irgendwie. Okay. Also alles. Daniel sagt ja immer noch zu mir, die Finesse-Schüsse würden gar nicht funktionieren. Ja, weiß ich nicht. Ich kann ja drücken, wie ich will, das funktioniert nicht. Übung PC. Ja, aber es wird langsam immer besser. Von Spiel Robert zu Spiel werde ich besser. Das hat der Robert. Daniel, wie schießt man eigentlich auf dem PC?
Wie schießt man das Spiel mit dem Xbox-Controller? Ach ja, stimmt. Sie kommen! Er ist ja süß. Und ein Ball, den ich schon habe. Na toll, das ist ja auch wieder ein total bescheuertes Pack. Pack. Ist auch ein Pack hier. Also ich finde ja, man sollte... Immerhin, die Spieler aus Irland kann man immerhin... Behalte ich alle im Verein, auch wenn es nicht alles erwarten muss. Fuck off. Ach, passt schon. Also ich finde, man sollte ja auch plattformübergreifend tauschen können. Ach nee. Das finde ich ja toll. Die PCler würden uns die Preise im Arsch machen. Warum das denn? Außerdem könnten die PCler dann gar nicht mehr die Preise von uns bezahlen. Ah nee, umgekehrt, wir könnten eure Preise nicht bezahlen. Ja. Weil bei euch FIFA-Coins total billig sind auf dem PC, warum auch immer. Ja. So, das letzte Pack für heute. Würdet ihr bitte alle mal die Daumen drücken, so? Ja. Daumen drücken, ganz feste. Du. Okay. Neymar. Ich würde ihn gerne sehen, ja? Nee, Sergio Busquets. Aber der ist immerhin was wert, oder? Oh, und Schürrle. Und Schürrle noch dabei. Schürrle. Nice. Okay. Ego, ja, guck du nach Schürrle. Was? Guck du nach Schürrle, ich guck nach Busquets. 25. Schürrle 25? Ja, steht hier bei Footed, warte mal, ich guck mal bei Web App. Was ist das denn hier, der russische Hitler oder was? Busquets kostet ungefähr 4000. Also 30k ja, aus dem Pack ungefähr. 30k aus dem Pack, das ist doch in Ordnung. Oh Gott, was ist denn für ein Trikot? Oh, das habe ich schon mal gehabt, das bin ich nicht losgeworden, das weiß ich. Ja, und der russische Hitler, den darf man nicht vergessen, ne? Also. Der ist bestimmt auch was wert. Na gut, mit dem russischen Hitler würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Das ist schon mal keine Überschrift, weißt du? Der russische Hitler. Da gibt Klicks, weißt du? Wir müssen alles so viel Klicks machen. Na gut, Daniel, hast du gesehen, wie das funktioniert mit den Zielen, ja? Ich hab's gesehen, also, Zonus, ja. Ja, hast gesehen, ja. 30.000 Coins, wie viel hast du jetzt insgesamt? 415. Ich sag ja nichts dazu, ne? Dieser Anfänger. Nein. Ja, es kommt. Lass Amateur. Ich werde mich morgen da mal hinsetzen und, ne? Ja, den Daniel habe ich übrigens herausgefordert zu einem Match, zu mir nach Hause hierhin. Und dann werden wir dir mal zeigen, wie FIFA wirklich läuft, weißt du, wie der Braten richtig läuft, weißt du? Das zerstöre ich nicht so wie letztes Mal hier nur eine Verlängerung, diesmal zerstöre ich dich richtig. Ist okay. Und denk dran, ich hab jetzt auch mehr Spielerfahrung, ne? Du wirst trotzdem weinen. Ja, wahrscheinlich. Ganz, ganz bitterböse. Wir sollten uns vielleicht irgendwie eine Strafe einfallen lassen. Können die Abonnenten sich einfallen lassen? Genau. Okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich mit einem Salut. Und letzten Worte gehören wie immer meinen Abonnenten. Viel Spaß, bis dann, euer Schmuser. Jo. Haut rein. Schönen Abend noch.